Ja, Leute, da sind wir wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine weitere Reise der Wunder. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an und gucken uns das Ganze einfach mal an. Wir haben hier nämlich auch ziemlich gute Belohnung hier bei dem Reise der Wunder. Und zwar gibt es hier nämlich auch wieder diese Sterni-Karten. Die kann man sich hier gönnen. Und dann gibt es hier auch nochmal wieder ein paar kleinere Belohnungen. Unter anderem halt hier die Elite-Steine und nochmal kleine Sachen. Gut, aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und schauen uns das einfach mal an. Wenn das Ganze hier mal laden würde. So. Als erstes müssen wir hier hingehen und mit dem Typen hier an der Seite sprechen. Und wenn wir das soweit gemacht haben, dann müssen wir erstmal ein bisschen kämpfen, um halt dann letztendlich den Boss zu schaffen. Muss ich mir natürlich erstmal nochmal ein Team hier formen. Den packen wir raus, würde ich sagen. Und packen ihn und ihn mit rein. Oder so. Ich glaube sogar so ist noch besser. Also ich habe Heilung halt drin und nochmal ein bisschen Schaden. Eins packe ich nach vorne, einfach weil es ein Söldner ist letztendlich. Und der macht so oder so richtig viel Damage. So, ich mache nochmal ganz kurz ein bisschen leiser das Ganze. So, da können wir uns nämlich ja auch direkt die erste Belohnung soweit gönnen. Und dann packen wir, ja, ich würde sagen, wir greifen direkt den nächsten an. Lucius packen wir jetzt nach vorne oder nach oben, so rum wollte ich sagen. So, machen wir den auch soweit tot. Ja, ihr merkt schon, eins ist hier ziemlich gut. So, nehmen wir das hier. So, und wenn wir dann nachher stark genug sind, also genügend Artefakte soweit eingesammelt haben, dann können wir auch den Boss soweit besiegen und kommen dann dementsprechend auch ein bisschen weiter wieder. Ah, natürlich wird er die Zeit zurücksetzen, was denn auch sonst. Dass er immer so als letztes einfach überlebt auch, ne? So richtig belastend. Gut, dann holen wir uns noch diesen Boost. Also den Boss hier müssen wir soweit besiegen. Wenn wir das gleich hinbekommen, dann kommen wir auch direkt weiter. Ich glaube, wir sind jetzt schon stark genug, oder? So. Waren da gerade Gegner? Ich glaube nicht. So, dann packen wir den hier. Jo, hier haben wir noch eine Belohnung auf der Seite. Gönnen wir uns die nochmal. Oh, und hier haben wir auch noch was. So. Einmal eins wieder auslösen. Alle sind soweit tot. Außer natürlich die nette Dame, die nach hinten springt. Die wird natürlich am Anfang erstmal nicht angegriffen. Das gönnen uns hier die Belohnung. So, ich glaube, dann haben wir jetzt soweit alles. Decken noch mal ganz kurz hier unten das auf, weil da müssen wir nämlich gleich auch noch mal hin, um uns Wasser zu holen. Aber das seht ihr gleich. So, weil wir haben ja hier oben ein bisschen Feuer, was dahinter ist, hinter dem Boss, und das müssen wir ausmachen. Aber werdet ihr gleich sehen. Eins löst aus, alles tot. So muss das. So, nehmen wir das hier einfach. Jetzt müsste hier unten eigentlich einer aufgetaucht sein, genau. Mit dem müssen wir nämlich sprechen. Dann bekommen wir, glaube ich, einen Eimer. Soweit ich weiß, genau. Jetzt haben wir einen Eimer bekommen, gehen einfach hier an die Stelle und füllen den Eimer auf mit Wasser. So, und wenn wir das haben, dann können wir das hier oben löschen und uns die Belohnung dahinter gönnen. Genau, wenn wir das soweit haben, dann haben wir wieder einen leeren Eimer und müssen den gleich nochmal auffüllen. Tschup, gehen hier runter. So, und jetzt kommen wir nämlich auch hier oben weiter.
können das hier löschen und dahinter verbergen sich auch wieder ein paar Gegner und die können wir auch soweit down machen. Upp. Müssen natürlich hier erstmal soweit die ganzen Gegner mitnehmen, einfach um ein bisschen stärker zu werden, um halt gegen den Endboss dann zu gewinnen. Nein, ah, ich wollte nicht das 1 nochmal auslösen. Shit. Naja, jetzt hat er doch nochmal ausgelöst, weil dann wäre natürlich vom Vorteil, wenn 1 direkt auslösen kann, wenn der Kampf halt beginnt. Aber hey, man kann nicht alles haben. War ich ein bisschen zu langsam in dem Punkt. So. 1 bitte einmal auslösen und alle töten. Okay, diesmal konnte er ja nicht alle töten, weil ja, Unsichtbarkeit. Yay. So, dann haben wir das soweit. Dann nehmen wir das einfach. Haben hier direkt den nächsten Gegner. Ja, Zollrad wird wahrscheinlich wieder, ja, alles wieder zurücksetzen. Natürlich. So, einmal den Zollrad zerstören. Perfekt. Damit haben wir den auch besiegt. Und gönnen uns diese Belohnung. Dann die nächsten Gegner. Ja, wir sind schon so stark. Also, ist schon nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst wegen dem 1, aber ist egal. So, haben wir den auch soweit besiegt. Werden uns hier die Belohnung soweit einsammeln. Dann ja direkt den nächsten Gegner. Dahinter haben wir nämlich noch mal eine kleine Schatzkiste. Perfekt. So, und hier haben wir gleich den Boss. Gegen den müssen wir kämpfen. Aber das Besondere an dem Boss ist, dass man dort erstmal nicht gewinnen muss. Man muss nämlich zuerst verlieren. Und dann kommt man nämlich weiter. Tja, hier in dem Modus ist das so, dass man einmal verlieren muss und dann kommt man weiter. Kaum zu glauben. So, dann machen wir das nämlich so, dass wir alle rausnehmen und einfach irgendeinen Helden reinklatschen, der nichts kann, so nach dem Motto, der sterben kann. Damit wir halt ja den so schnell wie möglich verlieren. Und wenn wir das soweit geschafft haben, dann müsste eigentlich hier, genau, dann sind wir wieder jetzt hier unten und können jetzt hier mit dem sprechen. Und können gleich auf die linke Seite. Jetzt sieht ihr mich, ja, das eine Gebäude ist abgefackelt. Vorher stand hier nämlich ein Gebäude und das ist jetzt irgendwie weg. Und können dementsprechend jetzt halt hier an der linken Seite uns alles gönnen. Ich muss mal ganz kurz das Team formen. Machen wir so. Was hatte ich denn jetzt hier reingepackt? So war das, glaube ich, irgendwie, ne? Ja. Wird schon passen. Hauptsache, eins ist drinne. Ja, ihr seht es schon, es ist einfach krank. So, haben wir das. So, eins bitte einmal auslösen. Schupp, alles tot. Oh ne, da lebt noch was. Ach, Zollrad, natürlich. Hat er noch sonst? Los, Zollrad, bitte sterben. Danke. So, dann gönnen wir uns das. Wenn uns die Belohnung hier unten einsammeln, dann geht es hier oben direkt weiter. Schupp. Okay, das ging schnell. So, machen wir nochmal ein bisschen Damage für unseren 1. Perfekt. So, dann werden wir mal den hier besiegen, um uns die Belohnung zu gönnen dahinter. Und schwupp. Was
Was soll ich dazu noch sagen? Okay, dann haben wir das soweit auch. Können uns die Belohnung hier gönnen. Werden nochmal ganz kurz den hier angreifen. Einfach, um noch ein bisschen Artefakte zu holen, um stärker zu werden. Weil das braucht man nämlich, um den letzten Boss zu besiegen. Zumindest habe ich das auf einem anderen Account gebraucht. Ich weiß nicht, ob das hier auch so der Fall ist, weil, naja, ich glaube, ich bin jetzt schon overpowered, aber ist egal. So, nochmal ein bisschen Crit-Wertung einfach und können uns jetzt hier direkt den nächsten Gegner gönnen. Perfekt, so ausgelöst und irgendwas lebt noch. Ach, die Katze lebt noch. Jetzt nicht mehr. So, machen wir das hier einfach für Lucius. Können uns jetzt hier den hier gönnen. Müssten wir eigentlich relativ easy down bekommen. So, eins mit einmal auslösen. Schup, und alles tot. Okay. Natürlich. Gut, dann gönnen wir uns das hier einfach. Öffnen das Ganze. Jetzt können wir, soweit ich weiß, über Wasser gehen. Also können wir hier hingehen. Genau. Also mit dem Item kann man über Wasser gehen. Und können uns jetzt dementsprechend halt um die rechte Seite soweit kümmern. Können hier diese Schatzkiste noch öffnen. Da ist nämlich so ein Schwert drin, können direkt hier hingehen, um uns nochmal eine kleine Kiste zu gönnen. So, dann haben wir das. Und dann gehen wir hier direkt auf das Festland wieder, auf die rechte Seite. Und machen da soweit alles kaputt. Schwupp, eins hat wieder alles kaputt gemacht. Und er freut sich. So, dann haben wir das. Gönnen uns hier direkt die nächste Belohnung. Perfekt. So, einmal das noch. Dann einmal noch mal hier hin. Ja, gut. Also ich denke mal, wenn man eins hat, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Aber ich habe das Ganze auch schon ohne eins geschafft, also. Ja, die Gegner sind jetzt hier keine große Herausforderung, wenn man jetzt hier richtige Reihenfolge wählt. So, hier ist nochmal ein Zollrad drin, das heißt, ich muss nochmal zweimal den Kampf hier anscheinend machen. Ja, vielleicht habe ich Glück. Ne, ich habe kein Glück. Nope. Alter, was hat denn das jetzt gerade rumgebackt? Okay. Perfekt, dann haben wir das soweit auch down. Tschüss. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Zwischenboss. Na, was heißt kleiner? Das ist eigentlich ein großer Boss. So. Einmal eins bitte auslösen. Bitte, danke. Ja, gut. Was soll ich dazu noch sagen? Nochmal ein bisschen Defensive einfach sprechen hier mit dem an der Seite. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Jetzt können wir uns nämlich, soweit ich weiß, den Boss gönnen, oder? Ich spreche nochmal ganz kurz hier mit, aber ich glaube, das war jetzt schon ja, der Boss letztendlich, den man sich gönnen kann. Doch, na, hier bekommt man auch nochmal was, okay. Hilft wahrscheinlich auch nochmal gegen den Boss hier letztendlich. Und jetzt können wir uns wirklich den Endboss gönnen. Und haben dann auch das ganze Abenteuer soweit geschafft. So, wir haben eins, der sowieso voll ist. Müsste eigentlich alles direkt kaputt machen. Ah, macht er sogar nicht. Okay. Aber beim zweiten Mal spätestens dann fallen die ganzen Gegner. Und wir können uns die Endbelohnung soweit einsammeln. So, jetzt spawnt hier nochmal oben rechts irgendwas. Das ist aber komplett unrelevant, weil wir nämlich ja mit dem Einsammeln von der letzten Belohnung das soweit geschafft haben. So, ihr seht schon, alles soweit geschafft. Gut,
Dann soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein mit dem kleinen Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video soweit gefallen und weitergeholfen. Und ja, dann haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!